Hallo, hallo. Schönen guten Morgen. So, ich möchte mal mit euch teilen. Dieses Kunstwerk habe ich gefertigt. Naja, ich habe ja schon gezeigt, wie ich diese Blumen gemacht hatte. Und auch diese große Schmucksteine drauf mit allem soweit. Ja, und jetzt habe ich so, ich würde sagen, die passt auf diese Form, auf diese Gartenformat, ne? Obwohl erstmal hatte ich da mit der erstmal so überlegt, aber ist das rausgekommen, entstanden. Und zwar geht in dem Video viele kaschieren, ne? So Kleberflecken, obwohl das auch heißt, ja, er ist ja klar, trocknet klar, aber es glänzt. Mir gefällt es nicht, wenn der Kleber da ist, so ein bisschen wegen dem Aufkleben von den Stäbe, ne? Blütenstaubstäbe, ne? Und da kam was raus, ne? Vielleicht wie ein größerer Stein wäre, aber der passt besser. Ja, und es geht eben, ich möchte das mal kaschieren und habe jetzt dafür hier so ein Fässchen mit verschiedenen Glitzerstreuen, so ein Glitzer. Und möchte so einen Rand drumherum einfach mal aufstreuen. So einen Blütenstaub so erzeugen, heißt es wohl. So, ja, ich nehme mal einfach Tiki Glue und mache so Punkt, Punkt. Es muss ja nicht richtig viel sein, aber so in drumherum auf der Fläche mache ich so paar so einen Rand, so einen Kreis drumherum und ja, würde sagen, so reicht's. Glaube, soweit. Und dann streue ich mal drauf. Hab da jetzt das aufgebrochen. Sind ja alle versiegelt, ne? Hier Farbe. Und dann soll das drauf gestreut werden. Obwohl, guck mal, echt schön, ne? Wenn nach mir drauf bleibt, ist auch nicht so dramatisch, aber. So, will ich mal ein bisschen rütteln, schütteln. Dass es die Flächen nimmt. So, dann kommt der Rest ab. Ich werde es mal umkippen, dass es nicht woanders noch alles rein fliegt. Ach, guck. Da ist es mehr, da ist es weniger. Warte mal, ich muss mal wohl klopfen. So. Warte, da. Ich würde sagen, da könnte noch ein bisschen hin, oder? So, warte. Ist schön eigentlich geworden, aber so ein paar Stellen. Oder soll ich so lassen? Man kann ja, ich glaube, ein paar Stellen könnte noch.
so ein bisschen einheitlicher wird. Genau, und dann so. So, wieder kipp. Simsalabim, Simsalabim. So. Ja, oder? Naja, so ein bisschen ist jetzt. Ja, jetzt ist besser. Hey, Mensch, ne? Ja, ich finde, macht schon was aus, ne? Oder davor oder danach. Ja. Ich glaube, da muss ich auch hier noch was so passend zu den zu dem Glitzer. Vielleicht Klecks hinsetzen. Oder ich habe da noch was. Noch weitere Teile da, die mir eventuell auch noch helfen werden. So, ich mal würde sagen, dieser kleine Glümpchen. Ja, zu viel ist auch nicht so gut. Ah, weiß ich nicht. Mal schauen. Wo sich nicht. Ich hatte auch eine andere Version noch. Die ist auch nicht so. Und dann. Und ich muss sie ein bisschen platt drücken. So. So. Oder die ganz mini. Aha. Ich glaube, du hattest noch auch ganz kleine. So. Jawohl, da. Diese da. Die ganz kleine hatte ich gemeint. Müssten hellen sein, ne? Ich glaube, ich nehme mal von diesem Papier stand ich ein paar aus. Von denen da. Das sind ja diese dünnen Papiere, ne? Aus dem Kilopack noch. Aus den alten. Und da nehme ich immer doppelt, ne? Zwei Papiere so zusammen. Das ist immer besser dann. Zum Stanzen. Also, stanze den Haken, wenn es zu dünn ist, ne? Hat man auch dann auf einen Schlag mehr. So, ich mache mal je zwei, werde ich wohl doppelter übereinander machen. Zusammenkleben. Ne? Genau so. Wie gesagt. So, dann auf die Schnelle, wenn man die Matte nicht rausholen mag. Für die paar Teile, ne? Da kann ich es einfach so auf die Handfläche auslegen. 2, 4, 6. Habe ich das verloren oder ist es doppelt irgendwo? Da sind sie. So und so. Und dann mit dem Teil, mit dem Tool, ne? Es geht schnell. Ruckzuck. Erstmal die Richtung. Man kann sie auch so lassen oder dann drehe ich es um. Oder? Okay. So, und dann geht es nochmal in die Mitte mit dem dünneren Kram. So. So. Und dann haben sie eine Form. Und du noch. So, und dann kann das schon dran. Ups. Und in der Mitte haben die dann so eine Fläche, ne? Und da kann ich ein bisschen von dem Glitter reinstreuen. Kommen sie hier dran. Ich
Probier mal erstmal, das mir gefällt erstmal. So. Ja, ich glaube, es ist okay. Kann ich dann vielleicht auch sogar je eins aufkleben. Das reicht, würde vielleicht auch reichen. Okay. Mache ich dann ein paar Ergänzungen, ne? So. So. Jetzt bin ich aus dem Bild. Ich hole sie mal rein. Und das. So. Okay, du. Dann. So wenig es geht, ne? Schmieren. Kommt ja oft vor, ne? Das heißt ja nicht, man bastelt perfekt. Nee, ach was. Immer kommt dazu, muss man was. Kaschieren oder einen Fehler beheben oder eben neu machen, ne? Was Neues wieder, weil ja, man möchte ja zufrieden sein, ne? Das soll ja auch was Gescheites werden, ne? Ja, und sagen, ach ja, das habe ich ja geprägt. Das ist einfach dieser Glitzer, matte Glitzer, ne Spiegelkarton, so ein matt. Und da habe ich da eine Ausstanzung gemacht. Ich habe hier gezeigt, diese diese Karte, ne? Und dieses diese Rand, ne? Diese Kranz, der Kreis, ne? Ist daraus ausgestanzt, hatte ich denn. Und ja, jetzt habe ich das auch so ausgeschnitten, dass ich die Fläche noch nutzen kann und habe es geprägt. Ich habe so ein alte 3D-Prägefolder von Action auch. Ich glaube, 4 Jahre her vielleicht mir. Und der die Form, dachte ich, die passt, ne? Das ist so ein geometrischer. Ja. Dazu noch. Okay, so, dann habe ich auch das. Und da würde ich in die Mitte jetzt einen Kleckskleber setzen. Und da drauf dann, ja, muss ich einen ordentlichen Kleck setzen, ne? Dass die dass der Glitzer auch schön dann aussieht. So wie so eine Perle setzen. So. Nicht viel. So. So. Ja, mit der linken Hand bin ich nicht so gut, aber ja. Okay, es muss reichen, sonst das nicht wieder was schief geht. Okay, wo habe ich dieses Teil? Und da kann ich das erstmal die Spitze da oh, da kommt ja viel drauf. So, komm, komm. Ach ja. Kommt mal. Oh je. Ach da. Naja, Hauptsache ist drauf gekommen. Habe ich guck mal. Zugestreut. Aber jetzt ja, kommt ja ab alles. So, jetzt habe ich es auf meine Pappe da drauf gestreut. Erstmal dran, dann nehme ich das Kopierpapier und dann wieder Plumps. Und dann so. Ja, genau so geht es.
Das tut sich dann alles noch ab. Später, aber so, ne, sind die auch wie dieses Glitzer so geworden. Ja, doch. So, innen rein kommt auch noch so. Und aus diesem Papier mache ich noch einen Einleger. Und da würde ich sagen, das trocknet erst und dann werde ich es noch ein bisschen abstauben. So, das ist dazu. Ne? Ja, so eine Karte. 3D-Karte heißt es wohl. Ja. Ja, dann lasse ich es trocknen. Doch, finde ich, ist okay. So, das kommt weg. Okay. Das war's erstmal. Bis demnächst. Danke fürs Zuschauen und tschüssi.